Guck, Freunde, Real-Life-Story, Eisen am Kopf. Ich habe eine Real-Life-Story für euch, das hat mich daran erinnert. Achte, Gazi, Bruder. Vor einigen Jahren war ich mit meinem Kumpel Kamil und so unterwegs. Waren im Auto. Wir hatten meinen Kumpel dabei, der drüben sitzt, ne? Und einen von der Marine. Sein Kumpel war einer, der in Hamburg irgendwie mit der Marine zu tun hatte. Okay. Wir sitzen im Auto und ich hatte eine Uzi bei mir. Ey. Ne? So eine Halbautomatik. Ja. Ne? So, und in dieser Zeit war noch so richtig Zeit mit Wollmütze und schwarze Pulli. Ich hatte so eine kleine Halbautomatik-Waffe. Aber nicht echt natürlich. Ja? Das war Filmmaterial. Das war Requisite. Von dieser eine, was du gemacht hast. So. Irgendwann war ich mit dem Auto am Stehen, ich war Beifahrer. Neben mir hat ein Bus gehalten. Ja? Und ich hatte die Waffe auf meinem Schoß. Und du weißt, Bus sitzt oben. Oh. Schlimmste dort Panoramadach. Der Biller sitzt so mit seinem Lenkrad und macht den hier. Und ich guck den an, ich hab Wollmütze und Uzi in Hand. Der Busfahrer guckt, der hat so Hände am Lenkrad und der guckt runter und ich guck mit schwarzer Wollmütze, Zwiebelbart und Uzi guckt den an. Der macht den hier und macht so. Das ist ein Schock. Der hat Schock gekriegt. Ich habe in dem Moment gedacht, hat er das jetzt gesehen oder hat er nicht gesehen? Egal, ich tue so, als ob alles gut wäre. Ich mache nur so Jacke ein bisschen noch drüber und dann wir sind weitergefahren. Der Bus war weg. 5 Minuten später, wir sind hier in der Nähe vom City Center, ne, das ist hier bei uns in der Innenstadt direkt. Wir fahren und du weißt, kennst das, Cousin? Du bist im Auto und dann guckst du manchmal Rückspiegel, du siehst so Kennzeichen. Du guckst auf die Zahlen. Ich mach mir den Rückspiegel. Ja. So, ich guck dann, Freunde, ihr müsst euch vorstellen, ich bin im Auto. Wir fahren rum, wir hatten nachts nichts zu tun. Und ich guck auf Kennzeichen manchmal. Okay? Ich sehe ein Polizistenauto hinter mir. Ne, Polizeiwagen, Streifenwagen. Aber ohne Dings, diese blaue... Ohne alles. Nur einen normalen Polizeiwagen sehe ich. Und ich denk mir so, okay, shit. Aber ich hab mir nichts anmerken lassen. Ich guck Kennzeichen so auf entspannt. Die waren weg. Die sind weggefahren. Ich hab natürlich gedacht, ah, alles gut. Wir fahren, keine 20 Sekunden später, ich guck wieder auf Rückspiegel, ich lieg so voll müde im Auto, ah, nachts, wir fahren rum. Ich sehe wieder einen Polizeiwagen, aber andere Kennzeichen. Ich denke mir, oh, das ist wieder ein wieder ein Polizeiauto. Ich so, okay. Wir fahren eine Minute, zwei Minuten, ich denk mir, okay, Chalas, der Wagen ist immer noch hinter uns, aber der macht kein Blaulicht. Wallah, ich drehe mich um, 10 Polizeiautos hinter uns, auf einmal... Alle gleichzeitig, Blaulichter. Wir fahren gerade ins City Center rein und vorne ist Straßensperre. Zwei Polizistenautos haben Straße gesperrt und haben diese Kette gemacht. Ich schwöre. Darum geht der. Ich schwöre dir, haben Kette gemacht, haben gewartet, bis wir in den Tunnel reinfahren. Bruder, ich sehe nur noch Helikopter, mein Helikopter fliegt. Fünf Sterne, der Brat, die 5 Sterne gekriegt. Ich habe einfach 5 Sterne. Der Brat, die 5 Sterne gekriegt. Ich hab 6 Sterne geknackt innerhalb von 5 Minuten. Bruder, achte. Helikopter. Autos. Helikopter. Ey, achte. Polizei, alles Vollversperrung. Polizisten stehen da, wir fahren rein. Bruder, film sein Vater. Alle mit Eisen in Hand. Aus den Wagen. Ja. Und ich so voll so voll auf mit Zwiebelbart, Wollmütze, so ein bisschen hoch. So wie diese NWA-Zeiten, so mit so schwarze Jeans-Jacke, wie Snoop Dogg früher. So richtiger, du hast gedacht, ich bin so ein gefälschter Harlem. Der Bras aus L.A. Ich schwöre dir, so ein gefälschter Harlem-Dude. Boots. Ich schwöre, genau dieser Style. Genau dieser Style war früher. Ich schwöre euch. Bruder, ich schwöre euch. Ne richtige Dingens. Masrada. Mein Bart. Mein Bart. War noch nicht zu Ende gewachsen. So, auf jeden Fall, Bruder. Wir fahren rechts und haben dann natürlich vor der Absperrung, sind wir angehalten. Wir sind ja jetzt nicht durchgebrettert oder so, ne? Aber die haben trotzdem richtig Straßensperre gemacht. Hinter uns 10 Polizeiautos. Mitten, ich schwöre dir, mitten am Porscheplatz. In dem Tunnel. Raus aus dem Wagen! Raus!
Und wir steigen aus, wir sind zu dritt. Ich steig aus, ich sehe nur noch einen Polizist. Ich schwöre dir, der war, glaube ich, der hatte nur noch bestimmt 2 Stunden bis zur Rente. Der hatte seinen Schein dabei nur. Der wollte seinen letzten Stern noch kriegen. Der hatte seinen Schein wahrscheinlich dabei nur. Gib mal Stempel, ich bin raus. So, der Polizist, alter Mann. Der ist auf Barakatos unterwegs. Der wollte den letzten Barakat abholen. Auf mich. Ja, der wollte den Hasanat von mir holen. Der wollte den Hasanat von mir holen. Der hat. So, jetzt steige ich aus dem Wagen. Die Männer waren alle cool. Nur Waffe gehalten. Ja, nee, die hätten mich auf cool nur erschossen. Die frech war eine Polizistin. Ich hab gesagt, auf den Boden! Da, da, da. Bruder, ihre Stimme war so nervig. Ihre Stimme war schlimmer als jeder Schuss. Ich wollte ja sagen, schieß, aber rede nicht. Na, knall mich ab, aber halt deine Fresse. Knall mich ab, aber halt deine Fresse. Die Frau schreit und schreit und schreit. Ich denk mir so, Chalas, okay. Wir legen uns hin und ich schwöre dir auf meine Mutter, Bruder, wir haben uns hingelegt, alle mit Kinn auf Bordstein. Mit Händen mussten auf dem Rücken. Und der alte Mann, Bruder, der war rechts hinter mir. Der Hund, statt vom Weiten so zu machen, hat der die Knarre so nah an meinen Kopf gehalten, Bruder. Ich hab die ja schon gefühlt schon. Krass. Der Hund. Und der Hund, Bruder, seine Hand war so am Wackeln. Ah. Bruder, und ich lieg da und der wackelt mit der Knarre an meinen Schädel, Bruder. Ich sag zu der Frau, nimm mal den alten Mann hier weg, bevor der mich abknallt. Weißt du, der macht die ganze Zeit so. Wir distanzieren uns von Waffen. Keine Dings. Das ist nur Westside, West Coast. Auf jeden Fall, der alte Mann hat Knarre an meinen Schädel, Bruder, und wackelt, Bruder, so. Ich muss so sehen, das sieht man. Harry Potter. Der wackelt so, ja. Macht den Harry Potter. Ich sag, ich schrei, ey, nimm mal den Mann weg, bevor der mich aus Versehen erschießt, Digga. Der hat nur noch 2 Stunden. Ich sag, der hat nur noch 2 Stunden, nicht, dass der mich mitnimmt, wo der auch immer dahin geht. Weißt du, wie ich meine? Ich schwöre euch, kein Witz, sein Schnurrbart war gelb. Boah, vom Dings, Bruder. Von Tabak. Von Tabak, Allah. Digga, sein Schnurrbart war gelb. Guck mal, sein Bart, Bruder. Bruder, sein Bart war komplett weiß, außer hier, war gelb. Der hat Originalkoffer geraucht, Bruder. Der hat rote Hand. Der hat rote Hand ohne Filter geraucht. Also wer rote Hand so, kennt, ist Legende. So 12 Milligramm Teer. Ich schwöre dir, Alter. Ekelhaft. Der hat rote Hand ohne Filter geraucht, 100%. Die nehmen mich fest. Dann auf einmal schreit der Polizist von hinten. Was hat er geschrien? Warte mal. Wir haben es gefunden. Ich guck so nach hinten. Was haben die gefunden, denke ich mir. Hat der dieser Uzi. Aber Cousin, was wolltest du damit? Bruder. Alter, diese lag auf Schoß, Cousin. Ich hab eine Uzi bei mir in der Hand, eine Halbautomatik und fahr nachts durch die Stadt, weil ich nichts zu tun habe. Nein, Bruder. Das Ziel war was Bruder, anderes. Vielleicht will er gerade nichts sehen. Das Ziel war was anderes. Okay. Auf jeden Fall, die nehmen uns fest. Die finden das Ding. Die nehmen uns mit zur Polizeiwache. Ist das schon Kriegswaffengesetz? Ja, theoretisch schon. Aber jetzt kommt das Ding. Die fragen, wen gehört das? Da keine Ahnung. Ich weiß nicht. Mein Kumpel sagt, ich weiß nicht. Und der Typ von der Marine, ich mach keine Aussage. Wie? Ich sag nichts, der ist von Marine, Bruder. Was passiert? Die rufen seinen, so wie ich das mitgekriegt habe auf der Bullenwache, die rufen seinen Vorgesetzten an. Die sagen hier, einer von euren Stützpunkt ist ja das, so Identitätskontrolle, bla bla, irgendwas war. Das, so und so ist die Sachlage. Was machen wir mit denen? Der Typ sagt, lass den laufen, der hat damit nichts zu tun. So, straight, schickt den zum Stützpunkt. Der Typ ist einfach noch vor uns, hat er einfach die Bullenwache verlassen. Der Bruder darf gehen, Allah, der Bruder geht geradeaus. Was habe ich falsch gemacht, Cousin? Ich muss zur Bundeswehr. Ja, nee, diese Connection von Marine und Polizei, ich weiß nicht, Bruder. Ja, der durfte einfach gehen. Aber wie ich euch gesagt habe, diese Uzi war ja keine echte. Das war so eine Halbautomat, das war so eine, wie sagt man? Das war so eine durchgebohrte Geschichte. Ach, von diese? Das war so eine durchgebohrte. Ja, Bolzen und so. So Bolzi-Molzi. Du weißt, ich will jetzt nicht viel reden. So, am Ende habe ich dann Anzeige gekriegt wegen Waffenbesitz und so weiter und so fort. Und das ist dann im Sammelverfahren mit anderen Sachen, war das Cousin, dann einfach mit drin. Aber der Typ durfte einfach gehen. Das war das Krasseste. Cousin, und ich schwöre auf meine Mutter, ich habe den bis heute nicht mehr gesehen. Der war nur Urlaub hier, ich kannte den persönlich gar nicht. Ich habe den erst an den Abend kennengelernt, der war zufällig dabei. Bruder, das war so viel Cousin, dass er wollte gar nichts mehr wissen. Der war einmal essen, Bruder. Er war überfordert, Bruder. Der war einmal da und sein Leben war ruiniert. Ich weiß nicht, ob der am Stützpunkt Ärger gekriegt hat oder nicht. Ich hab keine Ahnung, Bruder.